Es ist amtlich. In Deutschland wurden in diesem Jahr 1 Million Flüchtlinge registriert. Noch sind wir vor allem mit der Erstaufnahme beschäftigt. Aber die Frage, wie wir in Zukunft gemeinsam in diesem Land leben wollen, die wird wichtiger. SPD und CDU werden auf ihren anstehenden Parteitagen darüber diskutieren. Und die CSU möchte gerne wie in Frankreich das Tragen von Burkas verbieten. Burka, Pro und Contra, wie viel Integration ist Pflicht? Darüber wollen wir heute in dieser Phoenix-Runde sprechen. Ich begrüße Sie dazu ganz herzlich und darf Ihnen meine Gäste vorstellen. Das ist Silke Launert. Sie ist für die CSU im Bundestag, Mitglied im Familien- und Rechtsausschuss. Und sie hat den Antrag auf das Burka-Verbot beim CSU-Parteitag eingebracht. Herzlich willkommen. Daniela Dahn ist bei uns, Autorin, Herausgeberin des Freitags war sie, für den sie auch jetzt noch regelmäßig schreibt. Herzlich willkommen. Kola Mariam Hübsch, Publizistin, engagiert sich als Muslimin in der Ahmadiyya-Gemeinschaft. Herzlich willkommen. Hugo Müller-Fock, Publizist und langjähriger Beobachter von Politik und Parteien. Und ich begrüße Esra Küçük. Sie ist die Gründerin der Jungen Islamkonferenz und jetzt im Beirat der ersten Flüchtlings in Universität Kyron. Frau Launert, Sie haben diesen Antrag eingebracht auf dem CSU-Parteitag. Der wurde auch angenommen. Warum wollen Sie Menschen vorschreiben, wie sie sich zu kleiden haben in einer freien Gesellschaft? Ja, gerade weil es eine freie Gesellschaft ist, erwarte ich eigentlich, dass man Menschen auch wirklich ins Gesicht schauen kann. Möchte ich, dass wir Integration aktiv betreiben. Und es beginnt für mich eigentlich mit einem Lächeln. Und sowohl von dem einen als auch ein Lächeln zurück. Und das setzt voraus, dass man den Menschen wirklich ins Gesicht schauen kann. Aber Sie beschränken jemanden ja da in der Wahl seiner Kleidung. Ja, aber ich gebe zu, ich glaube, wenn man Frauen abschottet, und letztlich ist für mich die Burka ein Symbol der Abschottung von Frauen, dann steht es nicht für das Verständnis, das wir haben von Gleichberechtigung von Mann und Frau. Und deshalb haben wir auch in der Frauenbewegung ja schon seit Jahren dieses Burka-Verbot gefordert und speziell jetzt auch gestellt. Nun gibt es ja gar nicht so viele Frauen, die Burka tragen. Warum ist Ihnen das dann trotzdem so wichtig? Ja, ich glaube, es ist natürlich schon ein Signal. Es stimmt, es sind nicht zu viele. Aber nur weil es wenige sind, heißt es ja nicht, dass es gut ist. Also, und wir wissen auch nicht, wie sich die Zeiten ändern. Das muss man immer natürlich sehen. Und es ist ein Signal. Und wenn ich jetzt ganz ehrlich, wir diskutieren sehr viel darüber, wie bringen wir den Menschen, die zu uns kommen, unsere Werte bei? Wie erklären wir ihnen das Grundgesetz? Wir haben vom Bundestag jetzt ein Grundgesetz auf Arabisch bekommen. Das können wir verteilen. Und morgen werde ich es auch wieder verteilen. Nur ich glaube, wenn ich ehrlich bin, nicht, dass das so leicht die Integration fördert, ein arabisches Grundgesetz zu übergeben. Bilder, finde ich, sind aussagekräftiger. Und wenn ich da ein Bild habe und da ist die Frau voll verschleiert, hinter dem Mann stehend und es ist durchgestrichen und ich sehe ein anderes Bild daneben, die Frau steht neben dem Mann mit offenem Gesicht, von mir aus mit einem Kopftuch, dann verstehen die Menschen, die zu uns kommen, schon, aha, das ist ein Signal, das ist ein Symbol, die Frau steht neben dem Mann, ich darf ihr ins Gesicht sehen, sie ist hier willkommen, hier ist sie gleichberechtigt. Frau Dahn, wie empfinden Sie, dass das die CSU jetzt gesagt hat, Burkas, das möchten wir nicht? Sie waren ja selber auch damals im Jemen unterwegs und haben da auch selber Burka getragen. Erzählen Sie uns einfach mal, was ist denn das für ein Gefühl als Frau, die sonst unverschleiert lebt? Also zunächst muss ich sagen, finde ich das im Moment etwas ein Nebenschauplatz, diese Burka-Debatte CSU, wenn wir die Flüchtlinge sehen, wer hat denn da einen Vollschleier oder eine Burka an? Es ist wirklich ein Nebenkriegsplatz. An sich würde ich viel lieber über die wirklichen Kriegsplätze im Moment reden. In Syrien muss an diesem Wahnsinnskrieg jetzt auch noch unsere Armee teilnehmen. Aber gut, Sie das haben ist das dieses Thema. Thema. Heute sprechen wir in anderen Sendungen auch. Dann will ich Ihnen gerne sagen, dass ich auch eine sehr kritische Haltung zur Burka habe. Ich frage mal in die Runde, hat jemand eine getragen? Man muss das nicht, um eine Meinung dazu zu haben, aber es schadet auch nicht, wenn man weiß, wovon man redet. Ich habe im Jemen tatsächlich in Aden zwei Ärztinnen kennengelernt, die hatten in Rostock studiert. Das hat uns gleich sehr vertraut gemacht. Ich habe ihnen gesagt, ich möchte mal wissen, wie das ist. Sie haben mir eine besorgt. Da habe ich zum ersten Mal gelernt, dass gerade in den ärmeren Ländern diese Kleidungsstücke nicht etwa aus Baumwolle oder Seide sind, das ist viel zu teuer, sondern die sind aus Kunststoff. Das heißt also, als ich die aufhatte, dachte ich ersticke. Ich habe nicht damit gerechnet, dass bei jedem, wenn ich durch die Nase atme, sich der Stoff vor die Nase legt. Wenn ich durch den Mund atme, legt er sich vor den Mund. Ich habe Schweißausbrüche gekriegt. Ich habe gefragt, ob das nur mir so geht, weil ich es nicht gewöhnt bin. Die Ärztinnen haben mir bestätigt, das geht allen Frauen hier so. Die kriegen Ekzeme unter der Burka. Das war mir völlig neu. Und ein Argument, was ich überhaupt hier nicht höre, ist, dass die Burka auch
schwer gesundheitsschädigend ist, weil der Mensch nämlich darauf angewiesen ist, UV-Strahlen zu bekommen auf der Haut. 90% des Vitamin Ds bekommt man nur über die Sonnenstrahlen. Und es gibt natürlich gar keine repräsentativen Untersuchungen darüber, weil es sind ja nur Frauen und Minderheiten. Aber was das bedeutet, wenn man dieses Vitamin im Körper nicht entwickelt, für den Haut, für den Knochenbau, für alle Abwehrkräfte, für Krebs, für Depression, für Demenz, das müsste mal untersucht werden. Also schädlich, aber das und ist nicht jetzt, angenehm. Das ist jetzt der praktische Grund. Ich habe noch einen, also mir ist es ein bisschen komisch, wenn hier unsere Werte verteidigt werden. Mir geht es wirklich um universelle Werte. Und das, was mit der Burka ausgedrückt wird, im Koran wird das ja überhaupt nur dreimal erwähnt, die Kleiderordnung der Frauen. Und da wird gesagt, also die Frauen Mohammed sollen sich kenntlich machen, dass sie ehrbar sind. Und dieses Signal, wir sind die Ehrbaren und ihr nicht, das finde ich sehr provozierend und das ist ein fragwürdiges Menschenbild für mich. Mhm. Frau Hübsch, ist eine Burka ein Ausdruck, so wie Frau Launert es erzählt, die jetzt gesagt hat, für die Unterdrückung von Frauen? Das ist ganz unterschiedlich. Das kann man eben so pauschal nicht sagen. Denken wir an Frankreich, da gab es ja dieses Burka-Verbot. Im Anschluss hat das dazu geführt, dass es zu einer Vermehrung von Burka-Trägerinnen kam. Also es gab einige Pariserinnen, die danach erst recht angefangen haben, die Burka zu tragen. Und das war natürlich eine Steilvorlage für die, das als Ausdruck ihres Selbstbestimmungsrechts zu tun. Das heißt, es gibt durchaus Frauen, und zwar gerade in Frankreich, wo es dieses Verbot gibt, das sind junge Konvertitinnen, ist natürlich eine extreme Form, das so zu tragen. Und meistens geht es ja auch gar nicht um die Burka, es geht um das Niqab, also um die Vollverschleierung. Und da kann man eben nicht mit solchen Argumenten kommen, das ist gesundheitsschädlich oder das passt uns ästhetisch nicht. Oder das, also es geht hier um ein Grundrecht und das ist die Problematik. Das muss verhältnismäßig sein. Und angesichts der geringen Anzahl und angesichts der Tatsache, dass es ein wirklich fundamentales Grundrecht ist, kann man solche Freiheitsrechte nicht einfach so einschränken. Das Grundrecht, so viele, das zu tragen, was man möchte. Selbstbestimmungsrecht, Recht auf Autonomie. Es geht auch darum, dass wir auch andere Dinge haben, die sehr gesundheitsschädlich sind. Wir müssen das Rauchen verbieten, wir müssen den Alkohol verbieten, wir müssen High Heels verbieten. Was sollen wir denn alles verbieten? Mhm. Also der Knackpunkt ist, wir leben in einem freiheitlich, säkularen, liberalen Staat. Wir wollen eine offene Gesellschaft. Und wenn wir jetzt diese Offenheit nicht vorleben, sondern gegenüber Minderheitenreligionen eine restriktive Religionspolitik umsetzen, dann machen wir das, was in den religiös-fundamentalistischen Ländern passiert, nur unter anderem Vorzeichen. Also in Saudi-Arabien haben sie den Zwang, sich zu verschleiern, und hier verbieten sie die Verschleierung. Und das ist ein ganz, ganz gefährliches Signal, auch in die Länder hinein. Weil die werfen dem Westen nämlich Doppelmoral in Bezug auf Menschenrechte vor, ganz kurz noch der Punkt, die sagen, ihr marschiert ein in den Irak im Namen von Menschenrechten, eigentlich geht es euch nur ums Öl. Und wie ist es denn mit den Menschenrechten, wie ist es denn mit der Religionsfreiheit? Also das ist ja ein Vorwurf der Doppelmoral. Und wenn dann die Religionsfreiheit nur für Minderheiten eingeschränkt wird, ist das ganz gefährlich. Und das sehen wir in Frankreich, da haben wir dieses Jahr 2 Terroranschläge gehabt, die Integration gelingt dort nicht, weil dieser strenge, harte Laizismus es eher erschwert, also die Integration schwerer macht. Ich würde trotzdem noch mal bei der Frage bleiben, Frau Kütschuk, ist es für Sie ein Zeichen der Unterdrückung von Frauen, wenn Frauen sich voll verschleiern müssen oder voll verschleiert durch unsere Städte gehen? Ich würde sagen, es gibt beides. Also das ist von Fall zu Fall. Also erstmal durch unsere Straßen gehen, da muss ich erstmal kurz drauf eingehen. Wir wissen zwar nicht, wie viele Frauen es mit Burka in Deutschland gibt, weil es dazu keine Zahlen gibt. Aber 2014, letztes Jahr, hat der Innenminister dazu in einem Interview eine Zahl gesagt. Und er sprach davon 100 Frauen mit Burka in Deutschland. Das ist eine so geringe Anzahl, dass die Debatte darum sich gar nicht erst lohnt. Also meine Steuergelder sind mir ein bisschen zu schade, dass sich ein ganzer Parteitag mit der Frage vom Burka-Verbot beschäftigt. Aber also, warum wir diese Scheindebatten führen, darauf kann ich ja gleich noch mal eingehen. Ich glaube, es gibt die Fälle, auf jeden Fall, wo eine Burka genutzt wird, um Frauen zu unterdrücken. Ich würde aber gerne denjenigen, die aus diesen Gründen für ein Burka-Verbot sind, würde ich viel lieber darin sehen, dass sie Frauenbewegungen unterstützen, feministische Organisationen innerhalb der muslimischen Communities, die es gibt, die unterstützen, Empowerment-Projekte für Frauen unterstützen. Also das wären sozusagen alles für mich Initiativen, die es glaubhaft machen würden, warum man sich dafür einsetzt, nämlich für die Rechte dieser Frauen. Indem wir ihnen die Burka verbieten, haben wir ja noch nichts gegen die Unterdrückung getan. Wir wissen ja, dass Unterdrückung nicht nur passiert anhand von Kleiderordnung. Unterdrückung hat ganz viele unterschiedliche Ausformungen. Und ich würde sagen, wir haben
erstmal mit dem Verbot noch niemandem direkt geholfen bei der Frage von Unterdrückung. Mhm. Und reden wir gleich noch mal weiter, Herr Müller-Fock, aber damit Sie auch hier noch mal zu Wort kommen. Würden Sie denn sagen, das ist eine Scheindebatte, die die CDU und die CSU da führen? Julia Klöckner ist ja sehr stark in der CDU dafür, wird auf dem Parteitag da auch drüber sprechen. Also ist das eine Scheindebatte, dass man so ein Symbol hat, wir verbieten die Burka, damit klar wird, das sind nicht unsere Werte? Also in der Politik spielen Symbole eine ganz große Rolle. Insofern, wenn ich immer Symbole sage, das ist nur ein Symbol. Also beispielsweise der Händedruck von zwei Staatsmännern über den Gräbern ändert nichts an dem Leid, das vorher passiert war, aber es ist ein starkes Symbol. Insofern spielen Symbole in der Politik eine Rolle. Insofern, glaube ich, darf man das nicht einfach abtun. Zum anderen ist das natürlich Teil unserer Integrationsdebatte. Dass wir jetzt darüber sprechen, verstärkt sprechen, hängt damit zusammen, dass wir natürlich einen ungeheuren Zustrom haben an Flüchtlingen, an Asylbewerbern, an Menschen, die illegal ins Land kommen, aus unterschiedlichen Kulturkreisen, mit unterschiedlichen Religionen. Das erhöht die Gefahr der Parallelgesellschaften. Und die Burka ist natürlich ein Symbol für die Parallelgesellschaft par excellence. Dass ein Mann seine Frau in dieses quasi tragbare Gefängnis steckt, das verstößt gegen unser Grundgesetz. Und der Verstoß gegen das Grundgesetz, der Mann muss das ja bezahlen, die Strafe. Die Frau hat, glaube ich, kein eigenes Konto, von dem sie die Strafe zahlt. Der Verstoß gegen das Grundgesetz ist ein Dreifacher. Das geht gegen die Würde des Menschen, das geht gegen die Gleichberechtigung, das geht gegen die freie Entfaltung der Persönlichkeit. Dann sind wir natürlich, wir sind in einem freien Land und wir sind auch liberal und wir sind auch tolerant. Aber es gibt die Grenze da, wo ich sozusagen auch die Gefühle und die Vorstellungen anderer verletze. Also es gibt ja Leute, die pflegen das Nacktbaden und gehen dann liegen auf der Wiese und sonnen sich nackt, gehen anschließend in den Supermarkt nebendran und gehen nackt einkaufen. So, und das sagt die Rechtsprechung bei aller Toleranz. Das könnt ihr nicht den Verkäuferinnen, den anderen Kunden zumuten, einfach nackt rumzulaufen. Das hat auch keiner. Im Namen der Freiheit darf ich alles. Okay, es gibt also bei Ihnen, Sie sagen, da ist die Grenze erreicht. Ja. Jetzt sagt ja die Handelskammer in München, sagt aber, das hilft uns gar nicht, das Burka-Verbot. Denn die Burka tragen, sind nämlich reiche Frauen aus Saudi-Arabien, die in der Maximilianstraße viel Geld lassen. Geld stinkt nicht. Was und der sagen Scheck Sie rechtfertigt denn da, jedes Mittel. Was sagen Sie denn denen? Frau Launert, wenn da gesagt wird, das sind einfach Kundinnen von uns und die haben hier die Freiheit und die lassen hier viel Geld und wir möchten das Burka-Verbot nicht. Für mich ist entscheidend, will ich für die Gleichberechtigung für Mann und Frau was tun und möchte ich diese Signale setzen. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann kann ich auch keine Rücksicht nehmen auf ein paar verlorene Millionen für ein paar Händler. Also wenn ich nach diesen Kriterien alle politischen Entscheidungen ausrichte, ja, dann wenn nur noch das Geld verdienen zählt und nicht mehr die Verteidigung der Gleichberechtigung von Mann und Frau, dann brauche ich in vielen Bereichen keine Politik mehr machen. Also das ist ein Argument, ganz ehrlich, ich verstehe jeden Händler, der dafür viel verdient. Ja. Aber ich persönlich muss sagen, dann ist mir die Gleichberechtigung wichtiger. Und gerade München geht es ja auch nicht so schlecht. Also ich glaube, man kann das verkraften. Die Franzosen können es ja auch verkraften. Mhm. Wieso glauben wir können es finanziell uns nicht leisten? Der Ausstieg aus der Kernkraft hat uns volkswirtschaftlich mehr gekostet, als wenn ein paar reiche Araberinnen dort nicht mehr einkaufen. Aber dann müsste man doch auch Frau Dahn, ja. Bitte. Also ich finde, wir sollten hier auch nicht wie Sie diskutieren, dass hier muslimische Werte gegen christliche oder westliche stehen. Es gibt ja viele arabische Staaten, die dieses Verbot haben oder hatten. In Tunesien ist die Vollverschleierung heute noch verboten, in Syrien war es verboten, im Südjemen war es jahrelang verboten. Die Frauen in Aden, in der Unistadt, haben das sehr erfreut angenommen und haben sich europäisch gekleidet. Auf dem Land war es ein Problem. In Ägypten, ich war gerade in Ägypten, war es lange verboten. Nach den Muslimbrüdern habe ich jetzt fast keine unverschleierte Frau mehr gesehen. Das heißt, es ist doch ganz stark auch ein politisches Symbol und gar nicht nur ein religiöses. Und insofern sollten wir mit der Selbstbestimmung etwas vorsichtig sein. Also Konvertiten sind natürlich immer besonders dogmatisch und müssen sich die Entscheidung auch selber begründen. Das wollen wir mal außen vor lassen. Aber wenn ich als junges Mädchen im arabischen Raum von früh auf höre,
nur so komme ich Allah näher und ins Paradies und möglicherweise, wenn nicht, kommt man in die Hölle, dann mache ich das natürlich aus eigenem Willen. Ich habe auch viele Frauen getroffen, die sich aus eigenem Willen verschleiern. Aber das ist mit der Selbstbestimmung ganz schwierig, zumal da noch auch ein sozusagen finanzieller Grund dazu kommt, den Frauen und Männer ungern erwähnen. Das ist einfach so, dass es in vielen arabischen Ländern, und das könnte eine Parallelgesellschaft werden, wenn es hier auch so wird, da gibt es keine Sozialhilfe. Das geht alles über die Moschee. Und wenn man sich richtig kleidet und richtig benimmt, dann kriegt man monatlich eine Summe von der Moschee. Das ist auch hierzulande so. Und das wird weitgehend tabuisiert und hat nichts mit Selbstbestimmung zu tun, sondern die Familien sind darauf angewiesen. Okay, da kommt bei mir wirklich die Verfassungspatriotin raus, wenn wir jetzt anfangen, unsere demokratischen Werte in Deutschland mit Ländern zu vergleichen, die teilweise Monarchien sind, Diktaturen sind, keine Demokratien sind. Lassen Sie mich kurz aussprechen, die Sie gerade aufgezählt haben und gesagt haben, wenn es da verboten ist, dann könnte es ja auch bei uns verboten sein. Ich wusste nicht, dass wir unsere demokratischen Standards daran messen. Und auch, dass wir jetzt dahin gehen und es ernsthaft meinen, zu sagen, wir verteidigen unsere Demokratie mit Kleidungsverboten. Das muss man sich ja erstmal auf der Zunge zergehen lassen, dass wir sagen, unsere Art von Integration, weil wir wollen Integration mit Bildern und nicht mit Verfassung. Wir wollen nicht die Verfassung auf Arabisch verteilen, sondern wir wollen schöne Bilder vermitteln. Und zu unserer Vermittlung der Verfassung, lassen Sie mich ganz kurz den Punkt machen. Also ich glaube viel mehr an unsere Demokratie, wie wir sie haben, diese offene Gesellschaft, die wir leben. Ich bin in den letzten Wochen viel in den Flüchtlingsheimen unterwegs gewesen. Ich bin viel am Lageso. Ich sehe keine Frauen de facto mit einer Vollverschleierung. Ich sehe Frauen mit Kopftüchern. Ich sehe keine Frauen mit Vollverschleierung, was wieder dazu führt, dass wir hier eine Scheindebatte führen. Darum führen wir keine Debatte um Gleichberechtigung. Da wäre ich sofort dabei, wenn wir mit der CSU darüber reden könnten, über Gleichberechtigung zwischen Frau und Mann in Aufsichtsräten, wenn wir über Herdprämien und Ähnliches sprechen könnten. Aber die CSU hat sich bisher nicht hervorgetan durch die Themen von Gleichberechtigung. Sondern hier passiert ja jetzt gerade Folgendes. Wir sehen, dass in unserer Gesellschaft gerade Rechtspopulismus in ist. Die AfD gewinnt an Stimmen. Und das ist natürlich ein Thema. Ich meine, wenn wir 100 Frauen mit Burka haben in Deutschland, ist es ja so unrelevant wie irgend möglich. Und gerade so große Themen mit der Flüchtlingsdebatte. Und da können wir über ganz viele Integrationsthemen sprechen, weil da gibt es ganz viel zu tun. Aber das lenkt uns doch nur auf. Da muss ich jetzt trotzdem einhaken. Weil diesen Vorwurf, die CSU, das muss ich jetzt Wir behalten das einen ganz wichtigen Punkt. Es ist Symbolpolitik. Ne? Es ist ganz klar, in einer angespannten Lage versucht man jetzt am rechten Rand zu fischen. Aber warum ist die Symbolpolitik so schädlich? Zum einen, glaube ich, geht es nicht, dass man Symbolpolitik betreibt, wenn das der einzige Grund sein sollte, weil dadurch wird das Recht innerlich ausgehöhlt. Die Glaubwürdigkeit des Rechts ist korrumpiert, wenn wir an Gesetzeslage ändern aufgrund von Symbolpolitik. Wir brauchen also schwerwiegende Gründe. Und da ist es ganz schwierig. Sie sagen Würde des Menschen, Sie sagen Gleichberechtigung. Komm, gehen wir mal auf diese beiden Punkte, kommen wir mal darauf zu sprechen. Würde. Wie ist denn die Würde definiert? Wenn Sie jetzt diese Niqab-Trägerin fragen, dann sagt sie, meine Würde besteht darin, dass ich das tragen darf. Jetzt haben Sie das Dilemma. Wir können ja nicht Würde-Paternalismus betreiben, indem wir sagen, der Staat bestimmt jetzt was. Also Würde, das Recht auf Würde ist ein Abwehrrecht. Es schützt, also das ist ein Schutz des Menschen vor dem Staat. Das andere ist das Selbstbestimmungsrecht der Frauen. Sie sagen, die sind ja indoktriniert von klein auf, die wissen ja gar nicht, also es wird ihnen gesagt, die kommen dadurch ins Paradies. Aber sie können ja umgekehrt genauso sagen, verstoßen Sendeformate wie Germany's Next Topmodel nicht ganz klar gegen das Gleichberechtigungsgrundsatz, gegen diesen Grundsatz. Und ist das nicht dann auch so, dass diese Mädchen von klein auf in unserem Land so sozialisiert werden, dass sie lernen, dem männlichen Geschlecht zu gefallen? Das heißt, da kann man ja auch Kritik haben. Genau, man müsste ganz, ganz viel verbieten, verstehen Sie? Das heißt, es funktioniert nicht. Ja. Und auch dieses Argument, die Frau wird zum Objekt gemacht, die amerikanische Philosophin Martha Nussbaum, die sagt, da müssten Sie alles Mögliche verbieten. Sie müssten Sexzeitschriften verbieten, pornografisches Material, Sie müssten die Darstellung von Frauen in der Werbung Punkt verbieten. Punkt ist angekommen, Frau Lohnert, also Freiheitsrecht sieht anders aus. Frau Lohnert, es ist ein Unterschied, ob ich komplett verschleiert bin und am normalen Alltag quasi nur eingeschränkt teilnehmen kann, ob mich keiner direkt anlächeln und zurücklächeln kann, oder ob Wann haben Sie denn das letzte Mal eine Frau in Burka gesehen? Vor ein paar Monaten bei uns aus der Stadt, aus der ich komme. Gibt es das auch? Sie werden sogar lachen, ich will es fast nicht erzählen, aber mein Junge war auch dabei, der ist total erschrocken. Natürlich, weil wir haben uns rumgedreht und standen so Gesicht an Gesicht. Und dadurch ist man halt erschrocken.
Also mein Junge hat sogar einen Schrei losgelassen. Ich sage nicht, was er gesagt hat. Aber das ist natürlich zeigt, dass wir das nicht jeden Tag haben, dass wir nicht jeden Tag eine Burka-Trägerin sehen. Aber es zeigt auch, dass es in der, aus der Stadt, wo ich komme, auch gibt. Und wenn ich denke, dass es das sogar bei uns gibt, das ist eine kleine Stadt, dann frage ich mich manchmal, ob diese Zahl 100 stimmt. Aber mir ist es egal, ob es 100 oder 1000 sind. Und ich möchte auch noch mal zu diesem Angriff kommen. Wissen Sie, die CSU-Spitze war nicht für diesen Antrag. Den habe ich geschrieben. Warum? Weil ich mich verpflichtet gefühlt habe, auch diesen Antrag zu schreiben und weil ich nach der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte wieder eine Chance gesehen habe, dass der vielleicht doch verfassungsgemäß ist. Und wenn ich immer höre, es gibt das Persönlichkeitsrecht, Religionsfreiheit, dann sage ich, es gibt auch das Recht auf Gleichberechtigung von Mann und Frau und die Pflicht des Staates, dafür zu sorgen, dass sie auch wirklich gelebt wird. Aber und Frau wenn Menschen Lange, zu uns kommen, die vielleicht nicht dies so mitbekommen haben, dann muss ich sagen, da muss ich als Staat da auch hinschauen. Und ich wünsche mir, dass das Bundesverfassungsgericht den Mut hat, das durchzuwinken, wenn es mal kommt. Ich sehe die verfassungsrechtliche Problematik, weil wir einfach sehen, das ist eine ganz schwierige verfassungsrechtliche Entscheidung. Weil es kann nicht sein, Dienst des Bundestags gibt es schon von 2010. Da gibt es viele Gutachten. Frau Launert, aber dann ist ja die Frage, wenn man zum Beispiel sieht, in der katholischen Kirche ist ja auch die Gleichberechtigung von Mann und Frau nicht vollzogen. Die Frauen dürfen da keine Führungsposition einnehmen. Finde ich genauso schade. Aber da gibt es keinen Antrag auf CSU-Parteitagen. Na gut, also es ist noch ein Unterschied, ob es eine Führungsperson in der Kirche geht oder ob es darum geht, dass ich im normalen Alltag komplett verschleiert, verhüllt werde. Also wenn das, ich persönlich finde schon, dass es ein Unterschied ist. Wenn ich sage, ich möchte hier Menschen mitnehmen, integrieren und ich fange, die darf mich nicht mal anlächeln. Also ich habe nicht mal den allerersten Schritt. Ich finde schon, dass das ein kleiner Unterschied ist. Und jetzt auch zu diesem Aspekt, ich möchte dieses CSU-Bashing hier nicht immer hören, weil es nicht stimmt. Das ist nichts von oben vorgegeben. Das war von mir als Feministin ein Antrag gestellt, weil es mir ein Anliegen ist und es mag ein Signal sein, aber es betrifft nicht wenige und es ist auch ein Signal für die Frauen, die zu uns kommen, die es eben nicht kennen und ich möchte diese Debatten nicht mehr. Warum seid ihr für das Betreuungsgeld? Ich weiß, es wurde gegen das Betreuungsgeld mit dem Argument geklagt, dass das gegen den Gleichberechtigungsgrundsatz verstößt, weil die Frauen ja ein Jahr für ihr einjähriges Kind noch länger zu Hause bleiben und deshalb Karrierenachteile haben. Ich habe gedacht, ich falle vom Stuhl, als ich das gelesen habe. Und Offensichtliches, wo Frauen sozusagen verschleiert eingesperrt werden. Aber so Offensichtliches dürfen wir nicht ansprechen. Also da passen doch die Verhältnisse nicht zusammen. Also es ist angeblich ein Verstoß gegen das Gleichheitsgrundsatz, wenn die Frau für ein einjähriges Kind noch ein Jahr länger zu Hause bleibt. Aber wenn die komplett verschleiert ist, dann ist das alles in Ordnung. Bleiben wir mal bei der Frage Integration, Gleichberechtigung, Herr Müller-Fock. Wie empfinden Sie die Debatte? Sie haben ja gesagt, Symbole sind wichtig in der Politik. Jetzt kommt der CDU-Parteitag. Frau Klöckner hat ja ganz klar gesagt, auch so Sachen wie Hand geben muss eigentlich normal sein. Aber die Frage ist ja, können wir das durchsetzen? Das, was da gefordert ist, ist das denn politisch überhaupt durchsetzbar? Also gibt es dann demnächst die Polizei in München, die dann wie in Frankreich eben voll verschleierte Frauen verfolgt? Wenn es zu einem gesetzlichen Verbot käme, muss die Polizei eingreifen. Das macht den Rechtsstaat aus, dass er die Gesetze, die er sich selbst gibt, auch exekutiert. Das ist ja klar. Nur es geht nicht nur um Symbole. Es geht ja hinter der Burka steckt doch ein ganz anderes Menschenbild als das Menschenbild des Grundgesetzes. Offenbar geht man doch davon aus, dass die Männer sind alles Lüstlinge, die schon beim Anblick eines nackten weiblichen Unterarmes sozusagen in der Gefahr sind, über alle Stränge zu schlagen. Wer geht davon aus? Und die Frauen sind offenbar alle Wesen, die nur die Männer verführen wollen. Und deswegen muss man das schützen. Ich frage mich immer nur, wer schützt eigentlich die muslimischen Männer vor den verführerischen Blicken blonder deutscher Frauen, die tief dekoltiert und kurz barock durch die Straßen gehen? Das ist doch von vorne bis hinten stimmt das doch nicht. Genau, sondern die Frau darf sich nicht zeigen und der Herr im Gebieter macht, was er will. Ich glaube, das zeigt, wie absurd die Debatte ist. Ein Argument, das Ihnen nicht gefällt, nennen Sie absurd. Das ist ein freies Land. Verstehen Sie? Sie dürfen sagen, das ist absurd, weil es Ihnen nicht gefällt. Okay. So. Aber wir haben auch ganz praktische Probleme. Es gibt in Düsseldorf und in Essen gibt es Schulen, wo die Schulleitung Burka-Trägerinnen ein Hausverbot erteilt hat. Weil die Schulleiterin sagt, ich möchte nicht, dass Frauen, die ich nicht erkennen kann, hier Kinder abholen, weil ich gar nicht weiß, wer das ist. Eine Lehrerin sagt, ich möchte nicht mit einer Mutter sprechen,
der ich nicht ins Gesicht schauen kann. Wir haben ja in Deutschland, im Westen, eigentlich doch so ein paar Grundregeln. Man schaut sich an, mit offenem Visier. Der Begriff kommt aus dem Mittelalter, aber jeder weiß, was gemeint ist. Ein Gespräch auf Augenhöhe. Wenn ich sozusagen kein Gesicht zeige, verweigere ich mich ja der Kommunikation, ich verweigere mich der Integration. Ich bin sozusagen ein Symbol für Integrationsverweigerung. Mhm. Und dann kommt noch, wenn ich das noch hinzufügen darf, und dann kommt noch ein Sicherheitsaspekt. Ich sage Ihnen mal eines, die ganze Debatte, die wir hier führen, alles Quatsch, Symbol, das erste Attentat, das hier, zu dem es kommt, weil unter der Burka eine Kalaschnikow verboten war, wird die Debatte völlig in andere Bahnen denken. Mhm. Wir haben eine Gerichtsverhandlung. Es gibt Gerichtsverhandlungen, wo die Zeugin als in der Burka kommt. Aber da muss man eben sagen, allgemein. Der Richter hat keine Handhabe zu sagen, ich möchte wissen, wer jetzt da drunter steht. Dann könnte man aber sagen, man legt es unter das Vermummungsverbot, was es ja dann gibt. Und dann müsste man ja nicht, man hat ja schon den Eindruck, dass die Burka eben dann doch zu einem großen Symbol wird, wo was anderes sich verbirgt, nämlich die Angst vor einem Fremden. Ist das richtig? Die Bilder, die wir gerade gehört haben, hat ja gezeigt, dass wir so ein Schreckensszenario gerne zeichnen jetzt von dem, was wir gerade gehört haben. Und darum geht, also ich möchte auch nicht falsch verstanden, wenn ich bin nicht für die Burka. Ich halte das sogar für die völlig falsche Auslegung, von, wenn man das mit einer Religion sozusagen rechtfertigt. Aber wir in unserem rechtsstaatlichen Demokratie haben doch andere Mittel, als mit Verboten zu kommen. Ich finde, die Mittel, die Sie vorschlagen, die entsprechen genau nicht den Werten, die Sie versuchen hier zu verteidigen. Indem wir Verbote machen, haben wir ja noch lange nicht erklärt, was die Werte unserer Demokratie sind, nicht wahr? Aber mit welchen Mitteln müssten wir denn unsere Werte verteidigen oder unsere Werte durchsetzen? Mit Bildung. Ich meine, rechtsstaatliche Gesinnung, die erlangt sie ja nicht durch Verbote. Also es zeigt ja, die Beispiele zeigen ja, wie absurd es ist. Völkerverhetzung. Wir sehen es ja in der Schweiz. Die Diskurse müsste man auch strenger regulieren. Also ich meine, das Signal, was eben auch von so einem Verbot ausgeht, jetzt jenseits von Praktikabilität, ist ja, dass ein Gefühl verstärkt wird. Wir haben in Europa überall rechtspopulistische Tendenzen und wir haben die Forderung einer Gesamtgesellschaft, muslimisches Leben in der Praxis einzuschränken. Also es gibt das Minarettverbot, es wird diskutiert das Beschneidungsverbot, das Kopftuchverbot. Lassen Sie mich den Punkt noch zu Ende bringen. Es gibt 75% der Ostdeutschen befürworten eine Einschränkung der muslimischen Praxis in Deutschland, also des muslimischen Lebens. Das ist auch ein Widerstoß gegen Grundrechte. Ja? Wenn Ängste vorherrschend sind und man in eine solche Lage sozusagen über solche Verbote diskutiert, dann ist das Signal, was davon ausgeht, gefährlich. Es verstärkt Ausgrenzungsdiskurse, es verstärkt Ressentiments. Grenzen der Toleranz? Ja. Wo sagen wir, wir nehmen, akzeptieren Religionsfreiheit, wir wollen im guten Dialog mit Muslimen stehen und wo sagen wir aber da ist die Grenze, da ist Schluss. Und ich denke, wenn wir gemeinsam kämpfen mit den Islamverbänden und klare Karte zeigen und Aufklärung und all die anderen Maßnahmen, die fordern, dann können wir gemeinsam marschieren und dann finde ich aber trotzdem sollten wir am besten gemeinsam sagen, aber die komplette Vollverschleierung ist mit unserer Verständnis Verbote sind hart. Deshalb sollten wir die nicht haben wollen. Ich würde Ihnen in dem Punkt wirklich gern recht geben. Im Moment ist wirklich der allerfalscheste Punkt, über solche Verbote zu reden. Ich finde es im Moment auch viel richtiger, wenn man einen Dialog führt, auch mit Ihren Argumenten, warum die Burka völlig oder die Vollverschleierung ist ja der viel weitgehendere Fall, den man hierzulande sieht und der ähnliche Wirkung hat, warum das unseren Werten verstimmt, warum ein widerspricht, warum der Europäische Gerichtshof findet, dass das auch in einer Demokratie möglich sein muss, dass man dagegen ist. Aber im Moment ist wirklich der völlig falsche Moment, sowas zu tun. Und trotzdem muss man natürlich sich einigen über Grenzen. Würden Sie dann auch sagen, dass die weibliche Genitalbeschneidung nicht verboten werden darf, weil die in bestimmten Gewohnheiten üblich ist? Und also es ist auch in einer Demokratie nötig, sich über Grenzen zu unterhalten. Im Moment bin ich auch sehr viel mehr dafür, dass man im Dialog durch Aufklärung, was sagt der Koran wirklich dazu, seit wann gibt es eigentlich diese Verschleierungspraktik, die denn in den Frühzeiten des Islam haben das eigentlich
eigentlich mehr, es galt im Koran ja für die Frauen von Mohammed, deshalb haben die Frauen aus besseren Kreisen das übernommen. Ende des 19. Jahrhunderts ist das eigentlich durch sehr dogmatische orthodoxe Sultane in Konstantinopel eigentlich für alle sozusagen Gewohnheit geworden. Also man muss über solche Dinge im Moment diskutieren. Verbot ist im Moment in dem Punkt wirklich das falsche Signal. Und wann sollen wir darüber diskutieren? Warten wir noch 20 Jahre? Sehen Sie mal, heute ist beschlossen worden, dass jeder Flüchtling ein Personalausweis mit Foto haben muss. Also ist es dann erlaubt, unverschleiert sich fotografieren zu lassen? Das muss man ja dann auch jedem Beamten zeigen. Also wir kommen immerzu in praktische Bedrängnis natürlich mit der Frage. Denn, wenn wir über die Grenze reden, Frau Leonhardt, empfinden Sie das denn, das Kopftuch, was Frau Hübsch trägt, sagen Sie, das ist für mich in Ordnung oder empfinden Sie das auch, als wo Sie sagen, das geht mir eigentlich zu weit? Ich möchte eigentlich, dass wir in unserer Gesellschaft anders, dass Frauen anders sind. Ich habe kein Problem mit Ihrem Kopftuch, weil wir uns unterhalten können, weil sie ein offenes Gesicht hat. Wie gesagt, wir können alles, was für den Austausch in einer Gesellschaft wichtig ist, auch so machen, auch wenn sie ihre Haare verdeckt. Das ist mir persönlich völlig egal. Mhm. Aber wenn Frau quasi nur gerade ausschaut, nur durch ein Gitter, wenn eine Frau Probleme hat mit dem Essen, ja, weil sie eigentlich mit Messer und Gabel nicht essen kann, wenn eine Frau so verschleiert ist, dass ich sie eigentlich mich gar nicht traue, richtig sie anzusprechen, ja, dann habe ich ein Problem. Und dann empfinde ich es wirklich auch als eine Gefahr für die Gleichberechtigung, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Ich würde es gerne noch mal konkret machen, auf die Integration bezogen. Wenn wir jetzt sagen, es gäbe so ein Verbot, es würde jetzt durchgesetzt, dann würde das bedeuten, dass saudi-arabische Touristinnen nicht mehr nach München kommen. Die kamen, sind nämlich früher in Paris einkaufen gefahren, jetzt gehen sie nach München. Da sagen sie ja, da können sie mit leben. Da muss man es aber konkret umsetzen. Und es ist auch die Frage, wie wir andere Integrationsziele wirklich konkret umsetzen, damit wir es vielleicht auch mal ein bisschen wegkriegen nur von der Burka. Wie soll denn das passieren? Sollen dann Sanktionen gemacht werden, die Leute, die anderen Frauen die Hand nicht geben? Wie wollen Sie das durchsetzen? Ich rede erstmal nur von dem Burka. Natürlich ist es immer schwierig, Verbote auch durchzusetzen. Die müssen kontrolliert werden. Es gibt ja verschiedene Lösungsmodelle. Es gibt, das ist auch verfassungsrechtlich relativ unproblematisch, die Möglichkeit, wenn ein Partner die Ehefrau zwingt, sowas zu tragen mit einer Straftat. Das ist eine ganz normale Straftat, wie Diebstahl oder was auch. Also wird genauso verfolgt. Entweder man kriegt es raus oder nicht und dann geht es zu Gericht oder nicht. Es gibt andere Möglichkeiten für die Frau, die trägt, wo man sagt, da gibt es eine kleine Geldstrafe und noch einen Kurs hinterher, eine Art Kurs in den Werten des Grundgesetzes, damit man einfach auch noch mal die Chance hat, auf sie einzuwirken im Sinne der Gleichberechtigung. Weil uns ist natürlich bewusst, dass viele Frauen sagen, ja, ich will das, die hierher kommen, die es nicht anders kennen. Ja, aber das ist halt der Unterschied. Auch diese Frauen, mit denen möchte ich die Chance geben, das kennen zu lernen, dass es normal ist, sein Gesicht zu zeigen. Mhm. Und ich würde trotzdem noch mal gerne fragen, wie wir jetzt konkret auch mit der Vielzahl an Menschen, die zu uns kommen, von den meisten keine Burka tragen, wie wir es schaffen, die besser zu integrieren oder die überhaupt zu integrieren und unsere Werte irgendwie zu akzeptieren. Frau Dahn, wo würden Sie sagen, was wäre da das Wichtigste, um da anzusetzen? Ja, ich finde es gut, dass wir zu den wichtigen Punkten der Integration jetzt kommen. Denn ich glaube, es gibt viel mehr Befürchtungen, ob die Flüchtlinge, die jetzt kommen, ob an denen sozusagen die sozialen Standards, ob die gebraucht werden, um den Mindestlohn zu drücken, ob soziale Standards gekürzt werden. Das sind, glaube ich, Ängste von Menschen, denen es nicht so gut hierzulande geht, die nicht unberechtigt sind, weil neoliberale Politik hat immer sozusagen bei den Schwachen gekürzt. Und deshalb wäre es für mich ganz wichtig. Neoliberale Politik ist soziale Marktwirtschaft, Freiburger Schule. Wie auch immer, man kann es auch Kapitalismus nennen. Also, das ist was anderes als neoliberal. Ja, wir kriegen schon bleiben. Also die Angst, dass jetzt wieder bei den Schwachen gekürzt wird, halte ich nicht für unberechtigt. Und deshalb fände ich von der Politik ganz wichtig ein Signal, dass genau das nicht passieren wird, dass auch die Flüchtlinge natürlich diesen Mindestlohn kriegen werden, dass Sprachkurse gibt, dass es Bildung gibt. Mir ist klar, dass das alles was kostet. Aber wissen Sie, wir sind ein Land mit 5 Billionen Euro Privatgeldvermögen. Und das wäre jetzt der Punkt, dass man sagt, gut, 100.000 Euro pro Person, pro Konto sind geschützt, aber darüber hinaus wäre jetzt mal ein Flüchtlingssoli fällig. Was Sie jetzt sagen, ist ein Konjunkturprogramm für die AfD und für die NPD. Wenn Sie sagen, jeder, der mehr als 100.000 hat, muss abgeben für die Flüchtlinge.
jagen Sie die Rechtspopulisten und die Rechtsradikalen auf zweistellige Stimmenzahlen? Das glaube ich nicht. Die Ich weiß, die Partei, der Sie nahestehen, der oberstes Ziel ist, alle, die ein bisschen mehr leisten, die Arbeit zu machen. Das ist schon okay. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass damit eine Beruhigung käme. Wenn ein Signal kommt, das wird nicht euch sozial belasten, würde es bei Pegida und ähnlichen Gruppen. Hier sind nämlich die Ängste und das würde die Sache entspannen. Da liegen Sie, glaube ich, falsch. Die Kanzlerin hat anlässlich einer Veranstaltung zu 60 Jahren Gastarbeiter, die nach Deutschland gekommen sind, am Montag gesagt, wir müssen Integration als Bereicherung sehen, die aber die Offenheit unserer Gesellschaft, in die man kommt, ebenso erfordert wie die Offenheit derer, die zu uns kommen. Integration und die, die zu uns kommen, ist eine Bereicherung, sagt die Kanzlerin. Frau Kütschuk, wie kann man das schaffen, dass es eine Bereicherung wird und auch als eine solche empfunden wird? Also diesen Satz finde ich ganz richtig und den würde ich auch unterstützen. Und der ist sozusagen, geht sehr viel weiter als das, was wir in dieser Sendung bisher besprochen haben. Es geht nämlich darum, jetzt direkt schon nicht über das, ob wir das alles machen, sondern über das Wie zu sprechen. Und die Fehler, die wir eben aus der Gastarbeiterzeit gelernt haben, Deutschland macht ja jetzt nicht die ersten Schritte im Hinblick auf Zuwanderung. Wir haben ja ganz viele Erfahrungen in diesem Bereich. Wir wissen, dass wir ganz schnell in den Spracherwerb investieren müssen. Diese Menschen müssen ganz schnell Deutsch lernen. Wir wissen, dass wir ganz viel im Bildungsbereich, da wird sozusagen die Integration gewonnen. Wir wissen, dass wir den Zugang zu Hochschulen beispielsweise, wir haben ganz viele unter den syrischen Flüchtlingen, die eine Hochschulberechtigung haben. Wir müssen da die Zugänge schaffen, dass es erlaubt ist, hier das Studium weiterzuführen oder abzuschließen. Wir müssen den Zugang zu den Schulen und so weiter, den Arbeitsmarktzugang, da ist auch schon einiges getan, weil da auch eine Lobby hintersteht. Die Wirtschaftsverbände zeigen uns da, wie das gemacht werden soll. Und ich glaube, wenn wir über diese Dinge jetzt reden würden und pragmatische Lösungen finden würden, wir sehen ja, dass die Lücke, die entstanden ist in der Erstaufnahme, wo ganz viel zivilgesellschaftlicher Eifer reingegangen ist. Wir haben ja eine riesen optimistische Zivilgesellschaft gesehen, die dann aber vom Staat allein gelassen wurde, wo nicht sozusagen danach Strukturen entstanden sind. Also es ist schön, dass du hörst, wenn Sie mich meinen Satz kurz zu Ende führen lassen, wo danach nicht auf dieser zivilgesellschaftlichen Initiative aufgebaut wurde. Das kommt jetzt langsam und da entsteht ja auch viel und wir wissen ja auch, dass in den nächsten Haushalt dafür Mittel eingestellt worden sind. Aber ich glaube, und das ist mein Punkt, den Fehler, den wir damals gemacht haben, als wir immer gesagt haben, und zwar 50 Jahre lang haben wir das gesagt, wir sind kein Einwanderungsland. Dadurch haben wir uns selber die Chance genommen, Maßnahmen zu ergreifen. Und das sollten wir, diesen Fehler sollten wir hier nicht tun. Ich glaube, den Fehler, den wir gemacht haben, war, dass wir dachten, man möchte niemanden belehren. Aufgrund unserer Vergangenheit, unsere Toleranz, man darf niemand was vorschreiben. Und dass wir deshalb nämlich auch in Anführungsstrichen nicht den Mut gehabt haben, bewusst die Integration auch zu verlangen. Ich glaube, das war der Fehler, den wir zu lange gemacht haben. Und das ist auch der Fehler, den wir jetzt nicht machen wollen. Und was die Frau Kanzlerin natürlich zu Recht sagt, wir sind offen gegenüber den Menschen, die zu uns kommen. Aber wir sind auch eine offene Gesellschaft und wir erwarten, dass das akzeptiert wird. Und dazu, da haben Sie ja recht. Ja, also, und wenn Sie sagen, die ganzen Forderungen, ich unterstütze die alle. Aber man muss natürlich auch sehen, man kann das nicht von heute auf morgen innerhalb von wenigen Monaten alles herbeizaubern. Aber das muss irgendwie auch finanziert werden. Wir haben in Bayern die Lehrerstellen massiv aufgebaut. Zeigen Sie mir bitte die anderen Bundesländer, die das genauso gemacht haben. Und wir sind, denke ich, in Bayern am meisten betroffen. Müller-Fock, noch von der Flüchtlingsproblematik. Glauben Sie, dass die CDU und auch die CSU der Kanzlerin da in der Mehrheit folgt, wenn sie sagt, die Integration ist eine Bereicherung? Also die CDU und CSU folgen der Kanzlerin sicherlich nicht dahingehend, wenn man so interpretiert, dass jeder Zuwanderer eine Bereicherung ist. Das wäre auch ein Wunder, weil ich behaupte mal, Sie und ich, wir alle empfinden auch nicht jeden Deutschen als Bereicherung. Also deswegen bin ich etwas gegen diese euphorischen Geschichten, so nach dem Motto, wer aus einem fremden Land kommt, bringt uns per se voran und ist ein besserer Mensch als die, die hier sind. Also die Zuwanderung, ja, die Zuwanderung hilft uns, hat uns auch in der Vergangenheit geholfen, mit den Nachteilen, die da waren. Es gab auch Zuwanderer, die sich gar nicht integrieren wollten lange Zeit, teilweise bis heute noch. Wir haben auch große Fehler gemacht. In Hessen wurde in den 90er Jahren in den Grundschulen zusätzlich türkisch Unterricht gegeben, damit die
türkischen Kinder sich mit der Großmutter unterhalten können, statt Stützkurse zu machen für Deutschunterricht. Also, weil wir haben da in der Beziehung auch schon manche Kapriolen hinter uns. Es gibt eigentlich nur eines, Sprachbildung und Berufsbildung, das kostet Geld. Das ist auch da, das muss man machen, weil alles andere hinterher noch teurer wäre. Aber wir müssen auch darauf Wert legen, dass dieses Land eine offene Gesellschaft ist, wo allerdings auch das, was ich tun kann, endet dort, wo ich die Rechte eines anderen beschneide. Und wir müssen auch von den Zuwanderern erwarten, dass sie anerkennen, welche Prinzipien und welche Umgangsformen und welcher Stil bei uns der übliche ist. Wenn wir in ein arabisches Land fahren, dann werden Sie auch Ihr Habe decken, weil das dort so ist. Und Sie werden nicht im Bikini an den öffentlichen Strand gehen, weil man das dort nicht macht. Während andere sagen, wir kommen hierher und ihr Deutsche habt jetzt mal so tolerant zu sein, dass wir hier sozusagen unser Leben steht importiert. Weil wir eine tolerante Gesellschaft auch sind. Das ist ja immer das Problem dann eben. Immer bis zu Grenzen. Ja, Frau Hübsch, wo sagen Sie, auf welchen Gebieten muss Integration verpflichtend sein? Also ich glaube, wir müssen wegkommen von einem Aktionismus, wie wir es im Moment in der Debatte haben. Also wenn jetzt zum Beispiel Frau Klöckner diesen Migrationsvertrag fordert, ja, die Migranten sollen unterschreiben, dass sie sich zum Grundgesetz bekennen und dass das Grundgesetz über der Scharia steht. Warum das ist das schlecht? Das Problem ist, es bringt nichts. Ja? Es ist Aktionismus, es ist so eine Hauruck-Mentalität, Symbolpolitik, wir möchten jetzt ein Signal setzen, aber es bringt natürlich nichts, weil wenn sie rechtsstaatliche Gesinnung haben, das erreichen sie doch nicht, indem sie jetzt irgendwelche Verbote erlassen, indem sie Bekleidungsvorschriften machen oder indem sie jetzt sagen, man muss dieses und jenes unterschreiben, sondern sie müssen langfristige Strategien sich überlegen und Aufklärungsarbeit machen. Und das ist natürlich etwas, was anstrengend ist und was sich nicht gut eignet für Symbolpolitik und auch nicht gut eignet für Aktionismus. Es ist gerade in Zeiten wie jetzt aber angesagt, ruhig zu bleiben und von dieser Idee wegzukommen, man könnte über Zwangssäkularisierung die Menschen verändern. Aber eine Pflicht zum Deutsch. Wir müssen für unsere Werte doch werben. Durch Überzeugung, durch Argumente und nicht, indem wir von oben sozusagen eine restriktive Religionspolitik einfordern und dadurch den gleichen Fehler machen wie in anderen Ländern, die ja auch bestimmte restriktive Maßnahmen ergreifen und dadurch eben Minderheiten einschränken. Also genau das wollen wir nicht. Wir wollen ja da vorarbeiten. Nur noch warum muss ich denn werben? Die Leute kommen doch zu uns. Die kommen doch zu uns. Und da muss ich werben, dass es ihnen bei uns gefällt. Oder natürlich können Sie von ihnen verlangen. Die kommen nach Deutschland, in dieses Deutschland, wie es ist. Aber Sie kommen Deutschland gerade sehr unrecht, weil Deutschland hat sehr viele Fortschritte gemacht im Integrationsbereich. Unsere Sprachkurse, die verpflichtend sind, unsere Integrationskurse, die verpflichtend sind, die haben sehr, sehr viel gebracht. Von daher, wir bewegen uns ja gerade nicht in einem Raum, wo wir keine Erfahrung damit haben. Und der Satz der Kanzlerin ist da ja ganz richtig. Sie hat ja nicht gesagt, jeder Einzelne ist eine Bereicherung. Sie sagt, die Zuwanderung insgesamt, und da haben Sie ja Hochrechnungen, da haben Sie Wirtschaftswissenschaftler, die Ihnen vorrechnen können, was das für unsere Wirtschaft bringen wird, was das für unseren demografischen Wandel bringen wird. Insgesamt, ja, dass das eine genau Bereicherung für Deutschland ist. Wir nur noch anderthalb Minuten haben, nochmal die Frage konkret, Frau Dahn, was sollte man verpflichtend machen? Also wann ist Integration, wann muss die eine Pflicht werden und auch dann mit Sanktionen belegt werden, dass man dann sagt, wenn du nicht bereit bist, als Einwanderer bestimmte Dinge zu tun, dann kommen wir hier nicht zusammen in diesem Land. Wissen Sie, das müssen wir gemeinsam diskutieren. Ich kann Ihnen jetzt hier nicht in 15 Sekunden einen Zettel auflisten und sagen, das ist es und das ist es. Sie haben recht, also ich war auch sehr froh über diese Willkommenskultur, die ja auch anhält, die bis zur Erschöpfung der freiwilligen Kräfte geht. Das stärkt einen in der Hoffnung, dass wir das tatsächlich hinkriegen können. Allerdings darf man sich auch nichts vormachen. Was wir jetzt erleben, ist erst der Anfang. Es wird in den nächsten Jahren so weitergehen. Wir werden sehr viele Flüchtlinge aus Afrika, wir werden Klimaflüchtlinge dazu kriegen. Das wird riesige Integrationsanstrengungen bedürfen. Sie sagen, das Geld dafür ist da. Sicher ist es da. Es ist nur die Frage, woher nehmen wir es, aus welchen Töpfen? Und da bin ich noch sehr zweifelhaft, ob das zu Ende diskutiert ist und ob wir da in dem Punkt nicht größere Probleme bekommen werden und dass wir da einen
also Absturz nach rechts riskieren, okay, wenn wir diese Integration nicht hinkriegen, auch materiell abgesichert hinkriegen. Die Gefahr haben wir das noch nicht zu Ende diskutiert. Das müssen wir dann in einer anderen Sendung noch mal weiter diskutieren, Herr Müller-Fock. Ich sehe schon, Steuereignung, auch darüber muss man reden dürfen. Frau Dahn, wir sind am Ende der Sendung leider. Ich weiß, dass wir hier noch alle miteinander viel länger reden könnten. Wir haben begonnen beim Burka-Verbot und sind jetzt doch bei der großen Frage der Integration gelandet. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Diskussion. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Morgen gibt es keine Föhnungsrunde, sondern Unter den Linden Spezial zum Klimagipfel in Paris. Bis dahin. Tschüss.